ist da. Ich habe es auch geschafft. Schnell rübergelaufen vom Grandstand. Direkt nebeneinander. Man muss durch die Katakomben des Stadions, dann in einen Aufzug, dann auch den Kollegen Matthias Stach vom Platz vertreiben und dann kann es soweit sein. Wir sind im ersten Spiel. Advantage, Selles, Spielmöglichkeit. Erstes Spiel für Monika Selesch, die Weltranglisten-Zweite, die sich ja mit Steffi Graf einen heißen Kampf liefert um die Spitze gegen Sarah Gomer aus England. Linkshänderin Monika Selesch, um die es ja viel, viel Wirbel gab, nachdem sie in Wimbledon nicht antrat wegen einer, ja man muss es so sagen, mysteriösen Verletzung, die bei einigen Boulevardblättern gleich in Schwangerschaft ausartete. Das war es auf jeden Fall nicht, so viel ist sicher. Dann gab es zweifelhafte, fadenscheinige Atteste, Begründungen und schließlich wurde ihr die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 1992 in Barcelona verweigert, allerdings mit Vorwarnung das Ganze. Ein hieb- und stichfestes Attest für ihr Fernbleiben in Wimbledon. Und dann beim Federation Cup in Nottingham kam beim Damenverband nicht an und dann war es passiert. Die Night Session läuft, die Zuschauer auch wieder einmal. Marathon auf den Tribünen. Woanders undenkbar, dass eine Spielerin zum Aufschlag geht und das Spiel fortsetzt, während ich schätze mal rund 100 Leute immer noch umherkreisen. 1:0 Führung für Monika Selesch aus Jugoslawien gegen Sarah Gomer aus England. Die Engländerin in der Weltrangliste auf Platz 105 geführt und wir haben es ja leider, muss man sagen, bislang in diesem Damenwettbewerb schon des Öfteren erlebt, dass doch die Kluft zwischen der Spitze ganz oben und denen, die da um die 100 herum sich aufhalten, sehr, sehr groß ist, größer als bei den Herren, wenn denn auch das Feld insgesamt in den letzten 2-3 Jahren wohl mehr zusammengerückt ist. Zu erwarten demnach ein doch deutlicher Sieg der Jugoslawien. 30-15. Knapp im Aus dieser Ball. 30-15. 1:0 Führung für Selesch. Die Geschichte mit dem Federation Cup hatte natürlich noch den zweiten Grund, dass Monika Selesch gleichzeitig an einem Schauturnier teilnahm, statt international für ihr Land zu spielen. Das fand auch die WTA, die Spielerinnengewerkschaft, gar nicht lustig. Chris Evert, Präsidentin, sagte, ich war sehr enttäuscht. Keine Antwort, kein Rückruf der Amerikanerin.
Chris Evert sagte, Monika Seles braucht jetzt einen großen Sieg, damit man wieder von ihr spricht, damit sie wieder positiv in die Schlagzeilen gerät. 2:0 Führung. Alles läuft programmgemäß. Beide, der Center Court, das Louis Armstrong Stadium füllt sich nur langsam. Schätzungsweise 3000 Zuschauer bislang hier, aber nachher dann wird die Arena voll sein. Dann werden wir Ihnen live die Partie von John McEnroe gegen Michael Chang zeigen. Ausgefallen natürlich jetzt die vorhin von mir angekündigte Partie Rostenjo gegen Lasek im Zusammenschnitt. Wir ziehen live Reportagen und Bilder für Sie vor. Ich denke, es ist in Ihrem Sinne. Sie sehen Sarah Gomer beim Aufschlag 15:30:02. Zwei Spielbälle zum 3:0. Das geht alles sehr flott. Erinnert mich ein wenig an die Partie, ich gestern sehen durfte zwischen Steffi Graf und der Französin Moté. 6-0, 6-0. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Die Bilanz von Monika Seles auf Hartplatz. 29 Siege, 3 Niederlagen. Überhaupt in diesem Jahr nur 5 Niederlagen. 30-40. Erster Spielball abgewehrt. Monika Seles, die Spielerin bei den Damen, die in diesem Jahr am meisten verdient hat. Bislang über 1 Million $. Steffi Graf mit 860.000. Wie gesagt, das nur an Preisgeldern. Nach Einstand jetzt der dritte Breakball. Die Engländerin im vergangenen Jahr bei den US Open nicht dabei. Ansonsten in den davorliegenden 5 Jahren jeweils in der ersten bzw. zweiten Runde ausgeschieden. Ah, sie kämpft um ihr erstes Spiel. Recht groß, die Engländerin, 1,88 Meter. Und Spielball.
Game Gomer. Na also, es läuft nicht so klar, wie man es vielleicht befürchten durfte. Nur 2:1 für Monika Seles. Wir sind gleich wieder da. Die Engländerin macht schon einen recht erschöpften Eindruck. Dabei ist die Partie mal gerade 5 Minuten alt. 3 Spiele haben wir schon gesehen. Hier Monika Seles im Bild. Die erst in diesem Jahr 18 wird, im Dezember Geburtstag hat, in Florida lebt. Und sicherlich eine der ganz großen Favoritinnen auf den Titel hier in diesem Jahr ist, neben Gabriela Sabatini, neben Steffi Graf und neben Arantxa Sánchez. Mary Jo Fernandez, Sie haben es vielleicht bei uns gehört, heute ausgeschieden. Es war auch eine, die man vorne mit dabei hatte bei der Rechnung. Die Jugoslawin hier beim Aufschlag. Auch eine Art Tenniswunder, erst seit 2,5 Jahren bei den Profis dabei, schon die Nummer 2 in der Welt. Die 1 war sie schon. Verrückterweise musste sie ihren Platz an der Spitze wieder abgeben, obwohl sie gar nicht gespielt hatte. Der Kampf mit Steffi Graf wird sicherlich weitergehen. Er ist ganz eng, die Spitze da oben. Es sind immer nur ganz kleine Unterschiede, wenn die beiden Damen die Führungsposition wechseln. 15 beide, 2:1 Monika Seles. Erster Aufschlag der Jugoslawin im Aus, während Sie noch einmal die Zeitlupe sehen. Sie hat Vorteile, was zumindest das Gewicht anbelangt, gegenüber Monika Seles. 75 Kilo bringt die Engländerin natürlich bei ihrer Größe von 1,88 Meter auf die Waage. Monika Seles ein Leichtgewicht mit 53 Kilogramm. Sarah Gomer spielt am liebsten auf Gras, die Engländerin. Eins zu drei der Rückstand. Monika Seles hatte in der 2. Runde Probleme, verlor gegen Emanuela Zardo aus der Schweiz einen Satz. Aus Sicht der Jugoslawin 6:0, 4:6, dann aber wieder deutlich 6:0. Die erste Runde für die Jugoslawin klar in 2 Sätzen gegen Nicola Arendt. 15:30. Die Jugoslawin in der Hälfte des Tableaus, der Gesamtübersicht, in der sich ja auch Gabriela Sabatini und Jennifer Capriati befinden. Das also mögliche Halbfinalgegnerinnen. Im anderen Tableau Steffi Graf
Martina Navratilova und Arantxa Sanchez, die Favoritinnen. 15:40 und damit zwei Spielbälle zum 4:1. Guter erster Aufschlag. Court change is coming. Noch einmal Einstand. Zwei Chancen vergeben von der Dame, die in Wimbledon nicht auftauchte, obwohl sie zuvor Paris und Melbourne gewonnen hatte. Obwohl sie die Chance hatte, vielleicht in diesem Jahr den Grand Slam zu holen. Da gab es einige, die sagten, sie drückt sich. Andere, die meinten, das ist nicht denkbar, wenn man so eine Chance hat, dass man nicht erscheint, wenn man keinen triftigen Grund hat. Aber rätselhaft war das schon, was sich dann anschließend abspielte. Es war auch während Wimbledon rätselhaft, als man bei der kurzfristigen Absage beim Veranstalter den Versuch unternahm, beim All England Tennis Club Monika Seles zu erreichen, mit ihr zu sprechen, den wahren Grund zu erfahren. Keine Chance. Einstand. Monika Seles, Spielerin des Jahres von der Spielerinnen-Gewerkschaft WTA, am vergangenen Montag ausgezeichnet. Steffi Graf konnte nicht da sein, weil sie ihr Erstrundenmatch zu absolvieren hatte gegen Andrea Temeswari aus Ungarn. Man hört auch hinter den Kulissen, dass sie gar nicht so traurig war, dass sie da nicht hin musste und über Tennis spielen konnte. 4:1 Führung für Monika Seles. Im ersten Satz gespielt, 12 Minuten. Es läuft alles recht deutlich. Es ist leider so bei den Damen, die ersten Runden in der Regel Trainingsprogramm. Hier sehen wir die deutliche Zahl der eigenen Fehler bei Sarah Gomez. Monika Seles nur mit zwei Fehlern überhaupt. Klare 4:1 Führung. Im ersten Satz für die Dame, die ja auch aus der Schule von Nick Politieri kommt. Time. Ladies and gentlemen, at the end of the court, please take your seats as quickly as possible. Monika Seles sagt über sich selbst, sie habe einen absoluten Willen zum Sieg, den man auch nicht erlernen könne. Der sei angeboren. Das sei schon bei ihrem Vater so. Der sei auch so ehrgeizig. 15 love. Monika, die anfangs, so vor 2 Jahren, zunächst dadurch auffiel, sie unheimlich laut agierte auf dem Tennisplatz.
gab es einige, die sich anfangs darüber aufregten, wenn sie gegen sie spielen mussten, beziehungsweise auch nachher darüber schimpften, dass man bei diesem Krach eigentlich kein Tennis spielen könne. Mittlerweile steht Monika Seles ganz oben bei den Damen. Es spricht keiner mehr über den Lärm. 5 zu 1 zu 0. Eine knappe Viertelstunde vorbei. Gut möglich, dass die Jugoslawin gleich das nächste Break hinterherlegt, sich den ersten Satz mit 6 zu 1 holt. Monika Seles wurde natürlich auch auf ihre Keucherei angesprochen, ob ihr das nicht peinlich sei. Sie selbst sagt, sie hört es gar nicht, merkt es gar nicht. Steffi Graf habe ihr auch mal versichert, dass sie es beim Spiel gegen sie nicht wahrgenommen habe, und somit ist das Thema für die Jugoslawin wohl abgehakt. Erster Satzball. 16 Minuten gespielt. So schnell geht das bei den Damen. Chance zum 6 zu 1. Hervorragend. Enorme Kraft im Schlag. Heute Nachmittag, bei uns ist es jetzt in Amerika kurz nach 20 Uhr, heute Nachmittag noch um 3-4 Uhr, wir sehen die Wiederholung des Satzballes, wurden die Spieler und Spielerinnen, und das erstmals bei den US Open, noch mit Sonnenschirmen beglückt. Bei den Seitenwechseln wurde ihnen Trost gespendet. Die Statistik etwas verwirrend. Viel trinken, das ist die Devise bei dieser Hitze. Die Luft steht auch am Abend noch in Flushing Meadow im Stadtteil Queens von New York. Tagsüber möglichst weiße Kleidung, die Hitze nicht so anzieht. Und die Pausen nutzen, lange sitzen bleiben, so lange wie es eben geht. Wir sprachen vom Kampfgeist, vom Siegeswillen der Monika Seles. Ion Tiriak sagt, sie würde auch über Glasscherben kriechen, um zu gewinnen. Quiet, please. Lassen, ich glaube, Steffi Graf auch so weit gehen würde, aber der Kampfgeist sicherlich bei den beiden, bei der Deutschen und bei der Jugoslawin, ähnlich. Der Ball zu lang. 15 low. 0-15.
krass. 187 Wochen lang war Steffi Graf die Nummer 1, bis diese Dame kam. Die 17-jährige Monika Seles, da sahen Sie gerade die Aufschlaggeschwindigkeit in Meilen. Steffi Graf mit 112 Meilen pro Stunde beim Aufschlag. In ihrem letzten Spiel, das sind 180 Stundenkilometer. Monika Seles hier gerade bei 145 Stundenkilometern. Die Herren erreichen Werte knapp an die 200 oder gar über 200. Science. 1:0 Führung. Wie gesagt, er ist 17 Jahre jung, Monika Seles. Es ging alles sehr schnell. Sie selbst bemerkte, sie habe gar nicht mitbekommen, wie schnell das gegangen ist. Schon im ersten Profijahr schoss sie sich hoch bis auf Platz 6 in der Weltrangliste. Weiterhin nur 2 Fehler übrigens. Sie selbst habe das gar nicht so beachtet, habe sich nur fürs Tennisspielen interessiert und da sei das halt so gekommen. Seats quickly, please. Time. Please. 20 Minuten vorbei. Sarah Gomar schlägt auf. 15 low. Und gar nicht schlecht. Guter Aufschlag, ein guter Return und noch besser die Antwort der Engländerin. Die sich jetzt anschickt, ein Spiel zu Null zu gewinnen. Das erste dieser Art. Und zum 1:1 auszugleichen. Oh, wow, wow. Da gibt es Beifall der Gegnerin. Es war ein halbes Ass, dieser Aufschlag. Und dann die tolle Reaktion. Wir sehen es nochmal. Verbissen das Gesicht der Monika Seles, die sagt, wenn sie dann solche Fotos von sich sieht, würde sie sie am liebsten zerreißen. 1 beide. Aber das war ja zu Beginn des ersten Satzes ähnlich. Nach 2:0 führen das 2:1. Dann der deutliche erste Durchgang mit 6:1. Die 105. der Damen-Weltrangliste hat sich wohl entschlossen, ein bisschen mehr Druck zu machen. Ihr Spiel umzustellen, sich nicht hinten an der Grundlinie aufzuhalten und von Monika Seles abschießen zu lassen. Jetzt geht's aber rund. Monika Seles mit der beidhändigen Vor- und Rückhand. Wobei sicherlich die Vorhand beidhändig das Verrücktere ist. 15, auf die Frage,
Wie sie überhaupt auf diese Idee gekommen ist, war die Antwort ganz einfach. Als sie klein war, hatte sie gar nicht die Kraft, den Schläger in einer Hand zu halten. Ihr Vater hat sie dann wohl auch bestärkt, diese unorthodoxe Spielweise fortzusetzen. Monika Seles hatte angekündigt, nach Wimbledon ihre Spielweise umzustellen. Es gab ein Interview, in dem sie sagte, lassen Sie sich überraschen, was da kommt, auf die Frage, ob es denn dann doch bald die einhändige Vor- oder gar Rückhand bei ihr geben würde, sagte sie nur, lassen Sie sich überraschen. Noch ist nichts passiert. Aber es ist ja auch einiges wohl anders gelaufen, als die Jugoslawin sich das vorgestellt hat. Spielball zum 2:1 für Monika Seles. Ein gutes Spiel dennoch, auch von der Engländerin, die allerdings jetzt hinnehmen muss, dass die Weltranglistenzweite mit 2:1 in Führung geht, bei 1:0 Satzführung. Monika Seles sagt, Tennis ist keine Wissenschaft, es ist ein Sport, der mir Spaß macht. Ich brauche keinen Psychologen, der mir auf die Sprünge hilft. Ich passe schon auf meinen Körper auf, mache Gymnastik, lasse mich hier und da mal vom Arzt untersuchen. Aber Tennis ist ein Spiel und keine Wissenschaft. Eine besondere Taktik brauche ich nicht, um in die Spiele zu gehen. Ich studiere meine Gegnerinnen nicht auf Video. Ich lasse sie lieber im Match auf mich zukommen. Ob das für immer so bleiben wird, ist fraglich. Ich denke mir mal, dass auch Monika Seles irgendwann an den Punkt kommt, wo sie sich mehr mit Details beschäftigen wird und muss. Nämlich dann, wenn der Kampf mit Steffi Graf weitergeht und enger wird. Sie wurde mal vor ein paar Monaten gefragt, wer denn mehr an ihrem Thron rüttelt. Da sagte sie, auf die Frage Graf oder Sabatini, dass sie eigentlich in Gabriela Sabatini die stärkere Spielerin sieht, die komplettere Spielerin. Vielleicht zeigt Steffi hier ja bei diesem Turnier, was an der Hake ist. Sie ist gut drauf, die Deutsche. Ohne Frage nach dem Wimbledon-Sieg. Im Dreisatz-Match gegen Gabriele Sabatini mit neuem Selbstbewusstsein aus der Talsohle heraus. 1:6, 1:2 aus Sicht von Sarah Goma aus England. Im Spiel der dritten Runde gegen Monika Seles. Beide. Zwei Spielbälle zum 2:2.
muss ganz ehrlich sagen, also mir gefällt es, wie die Engländerin sich wieder aufrafft, den Ausgleich schafft, denn ein Spiel zu kommentieren, was wie zum Beispiel bei Steffi Graf gestern 6:0, 6:0 abläuft. Und vor allem für sie sich anzuschauen, ist ja doch nicht so spannend. Zwei beide im zweiten Satz. Monika Selesch, die bei jedem Turnier vom Privatclan begleitet wird. Mutter, Vater, Bruder, auch der Hund ist dabei. Die ihren Eltern, ihrem Bruder auch ein bisschen finanziell deswegen unter die Arme greift. Ihnen die Wohnung bezahlt. Tja, die Zuschauer mischen sich wieder ein. Das ist so üblich in Flushing Meadow. 30:15. Eine halbe Stunde genau gespielt. 6:1 und 2 beide. Zwei Spielbälle zum 3:2. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob wir die Zeitlupe noch einmal sehen. Ich hatte fast befürchtet, dass Monika Selesch da Probleme bekommt, den Stoppball weithändig zu spielen und dann noch an den Volley heranzukommen. Aber sie schafft es. Wir sehen leider nur noch den letzten Teil der Aktion. Sarah Gomez hatte in der letzten Runde auch ihre Probleme, wie Monika Selesch sporte drei Sätze gegen Helen Kelesi. Gewann wie Monika den ersten, verlor den zweiten. Noch vor einer Viertelstunde sprach ich von 3000 Zuschauern auf dem Center Court im Louis Armstrong Stadium. Sie werden es nicht glauben, es sind mittlerweile, vielleicht glauben Sie es ja doch, 15.000, denn John McEnroe und Michael Chang werden erwartet nach dieser Partie. Man geht wohl davon aus, dass Monika Selesch sich ihre Gegnerin hier im zweiten Satz entledigen wird. Und da ist natürlich Eile angesagt, denn 3:2 im zweiten Durchgang. Boris Bresk war der Coach von Anke Huber und ein Decker, muss man sagen, von Steffi Graf, und Boris Becker hat mal gesagt, er käme manchmal Angst, wenn er mit Monika Selesch auf einem Platz stände. Die Aufschläge der Engländerin mit knapp 150 Stundenkilometern. Das waren jetzt 160. Zwei Spielbälle zum 3-Beide.
sollten die Zuschauer, die jetzt hereingeströmt sind, nur deswegen gekommen sein, um McEnroe Cheng zu sehen, dann sind sie vielleicht doch ein bisschen früh. Aber sie sehen dafür jetzt eigentlich gutes Tennis, wenn auch dieser verzogene Rückhandball jetzt. Aber noch ein Spielball. Hört, drei beide. Hohes Niveau jetzt auf beiden Seiten. Die Wiederholung. Sah fast so aus, als sei er schon zweimal aufgetippt, aber Monika Seldestål doch noch rechtzeitig am Ball. Zu viel des Guten riskiert und geärgert und dann doch gelacht. 15 Ball. Monika Seles wiederum macht ja auf dem Tennisplatz in der Regel ein ernstes, verkniffenes, gar verbissenes Gesicht, aber rundherum hat sie schon was übrig für Show und Action. Hat sogar für Karl Lagerfeld schon Kleider vorgeführt und sie könnte sich sogar vorstellen, sagt sie, als Mannequin zu arbeiten, wenn sie nicht Tennisspielerin wäre. Posiert gern für Fotos, für Modezeitschriften. Und sie macht das Spiel zum 4:3 natürlich. Auch wenn die Engländerin jetzt stärker geworden ist, psychologisch wichtig. Noch kein Break jetzt in diesem zweiten Durchgang, der recht ausgeglichen ist. 37 Minuten bislang gespielt. Der Center Court im Louis Armstrong Stadium, in dem 20.600 Menschen Platz finden. Nun fast randvoll. Erwartet wird das Spiel der dritten Runde zwischen John McEnroe und Michael Chang. Den Rekord in diesem Jahr stellte Jimmy Connors auf, als er in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war es, glaube ich, bis um 13:30 hier auf dem Platz stand.
War gar nicht schlecht, der Stoppball von Sarah Gummer. Und erstaunlich immer wieder, wie sah im ersten Durchgang nach dem 6:1 nicht danach aus, als könne die Engländerin mithalten, aber zwei Spielbälle jetzt zum 4-beide. Das Interessante dabei, dass die 27-jährige Engländerin ihr Heil nicht etwa in irgendeiner Eierei sucht, indem sie den Ball vielleicht hin und her schaufelt. Nach dem klar verlorenen ersten Satz, da freut sie sich. Sondern Druck macht, mithält. Dementsprechend kommt wirklich im zweiten Satz ein gutes Tennis zustande. Auch jetzt wieder. 15 love. 4-beide. Oh, schade, da wollte sie ihre Gegnerin am Netz vor sich stehend überloppen. Monika Selesch mit dem Aufschlag bei 30-0. Drei Spielbälle zum 5:4 im zweiten Satz. Dann doch das Spiel zum 5:4 im zweiten Durchgang bei 1:0 Satzführung. Vielleicht gleich schon die Entscheidung, Fragezeichen. Die Antwort vielleicht in 3 Minuten. Monika Selesch erwartet den Aufschlag von Sarah Gomer bei eigener 5:4 Führung im zweiten Satz. Vor 2 Jahren, als die Jugoslawien so langsam auftauchte, sagte Steffi Graf, es ist gut, wenn neue Gesichter kommen. Auch wenn die Show, die Monika Selesch manchmal abzieht, nicht meine Sache ist. Klaus Hofsess, der deutsche Damen-Bundestrainer, meinte auch zu diesem Zeitpunkt, dass sie wohl schnell nach oben käme, aber er glaubte, schnell ausbrennen würde, wie viele der Bolitieri-Schüler. Weil sie zu viel Kraft verbräuchte bei ihrem Spiel. Mit allerletzter Wucht immer dabei ist. Aber aufgrund ihrer Beidhändigkeit und ihrer geringeren Reichweite mehr laufen muss als die anderen. 15 beide.
16:30. Und noch zwei Bälle trennen die Weltranglisten Zweite von der vierten Runde. Nach wie vor gute Aufschläge der Engländerin, 30 beide. Der war aus, oder war er drin? Doch gut gegeben, der Ball, der Angriffsball. Ich hätte auch vermutet und meine auch einen Schrei gehört zu haben, der Linienrichterin. Die Entscheidung wird wohl korrigiert. Ob sie letztendlich korrekt ist, mag ich nicht zu sagen, zu beurteilen, ob der Ball nun aus oder gut war. Klar ist, dass es einen Ruf der Linienrichterin gegeben hat, die an der Verlängerung der Außenlinie sitzt. Und das hieße Matchball nach 47 Minuten. 30-40. So ist es. Natürlich unglücklich, weil die 27-jährige Außenseiterin wirklich gut mitgespielt hat im zweiten Satz. Schade, wenn es denn jetzt so knapp zugeht. So lang, das magische Auge hat sich bemerkbar gemacht. Nach wie vor schlägt Sarah Gomer mit rund 160 Stundenkilometern auf. Wieder eine knappe Entscheidung, aber fast musste man Miss Goma wünschen, dass sie zumindest noch einmal die Chance zum Einstand bekommt. Der war aus. Vielleicht kommen wir dann jetzt zu einem, ich sage mal, regulären Ende des Spiels. 48 Minuten vorbei, zweiter Matchball für die Jugoslawin. Zweifache Grand-Slam-Siegerin. Und 6:4 gewinnt Monika Seles gegen Sarah Gomer, die sich zumindest im zweiten Satz gut verkauft hat. Nah dran war die Nummer 105 in der Welt. Monika Seles erreicht die vierte Runde. Im zweiten Satz zwar knapp, aber ich denke, nach einem guten Spiel, und der Center Court ist voll bis oben hin. 20.000 Zuschauer warten auf die Partie, auf die letzte Partie des heutigen Abends zwischen John McEnroe und Michael Chang. Viel Beifall für Monika Seles, die Weltranglistenzweite, 17 Jahre jung. Sie schreibt die Autogramme fast so schnell wie Jennifer Capriati, das ist die schnellste. Sie braucht so ein Sekündchen für eins. Das müssen Sie mal sehen, wenn gleich 100 oder 150 Fans vor ihr stehen. Das soll es zunächst gewesen sein vom Center Court. Gleich dann die erwähnte Partie zwischen John McEnroe und Michael Chang. Querpass ins Studio zu Martin Huber. Ja, Guido, sie schreibt ja auch mit links, da geht das auch auf jeden Fall ein bisschen schneller. Wir wollen uns aber, bevor wir uns McEnroe jetzt antun,